Hallo meine Lieben, heute gibt es ein neues Video zum Thema Kita und Probleme in der Kita, also bleibt dran. So meine Hübschen, es gibt ja immer wieder die typischen Problemchen in der Kita, wenn es um das Thema kranke Kinder geht. Ich persönlich kriege das gerade faustdick mit und zwar ist das schon seit einem Jahr der Fall, seit der Noah seit einem Jahr in der Kita ist, ist er fast so gut wie alle 6 Wochen hat er irgendwie einen Infekt. Ich gehöre aber zu den Mamas, die das Kind schon relativ früh zu Hause lassen. Also wenn ich schon merke, da läuft nur ein bisschen die Nase und der hat nur so einen ganz leichten Husten, dann lasse ich ihn einfach schon zu Hause und gebe ihn auch dann erst wieder in die Kita zurück, wenn das auch wirklich abgeklungen ist. Und also das heißt, dann setze ich nochmal so 1-2 Tage hinten dran. Was ich aber sehr, sehr häufig mitbekomme, ist, dass Kinder teilweise mega heftig krank abgegeben werden. Ich habe auch einen Aufruf gemacht auf Instagram und habe euch da auch gefragt, wie ihr zu dem Thema steht, kranke Kinder in die Kita abgeben und so weiter. Und da wurde ja auch rege geschrieben und ich möchte gerne solche Themen öfter mal mit euch besprechen und werde euch immer wieder regelmäßig auf Instagram mit Fragen versorgen, die ihr mir dann beantworten könnt und das werde ich dann auch mit euch hier gemeinsam in einem Video besprechen. Und ich finde das Thema ist sehr interessant, weil auch hier ist auch die erste hier, Jana schrieb dann auch direkt, das Kind ist gerade mal seit 3 Wochen in der Kita und war schon 2-mal krank. Also das habe ich auch miterlebt. Der Noah war auch, als er das erste Mal in der Kita war, wirklich schon nach 4 Wochen oder so war er das erste Mal krank. Und das nimmt dann seinen Lauf und das Krasse ist, er ist dann gesund und dann ist die Mami krank. Und mittlerweile ist das so, ich brauche teilweise wirklich 2 Wochen, um wieder fit zu werden. Und gerade ich, die auch darauf angewiesen ist, zum Beispiel Sportvideos zu drehen oder sowas, oder jetzt hier mit euch vor der Kamera zu quatschen, das geht nicht, wenn ich total verrotzt bin und nasal bin und so weiter. Das macht keinen Spaß, das macht euch keinen Spaß, mir macht es keinen Spaß, das bleibt im Internet. Ich kann das dann auch nicht mehr sehen, das nervt mich dann. Und aber ich weiß, dass viele Mamas haben einfach ein Betreuungsproblem und geben dann einfach ein Zäpfchen in das Popöchen des Kindes und dann geht das Kind trotz Fieber zum Beispiel in die Kita. Neulich hatten wir einen Elternabend und da bin ich teilweise wirklich fast ausgeflippt, weil es kam dann tatsächlich eine Frage von einer Mutter, ab wie viel Grad Fieber muss ich das Kind zu Hause lassen? Da denke ich mir, ey so, hä, wie bitte, was ist los? Schon bei der erhöhten Temperatur lasse ich mein Kind zu Hause. Ich weiß jetzt nicht, wie ihr dazu steht, aber mir gehen da echt, also da knallen bei mir teilweise echt die Sicherungen durch und ich merke dann auch, dass ich dann auch richtig böse werde und zornig werde und das regt mich total auf, weil ich lasse mein Kind wirklich früh zu Hause. Ich habe aber auch vielleicht das Glück, ich arbeite selbstständig. Es ist aber auch teilweise ein echter Nachteil, weil ich ja auch wirklich nur dann Geld verdiene, wenn ich arbeite. Aber ich bin maximal für mein Kind da. Wenn der krank ist, ist er zu Hause. Aber viele haben wirklich das Problem mit dem Arbeitgeber, aber auch mit vielen Kollegen, dass da mit den Augen gerollt wird, wenn der Mama schon wieder geht, weil das Kind krank ist. Gesetzlich stehen ja den Eltern 20 Tage zu. Also 10 Papa, 10 Mama oder oder eine Person nimmt dann halt die Tage. Je nachdem, wie man das zu Hause aufteilt. Aber ich weiß nicht, ob dann 20 zustehen für eine Person. Das weiß ich jetzt gerade nicht genau. Das wisst ihr vielleicht besser. Wie steht ihr zu dem Thema? Ich finde das ein bisschen sehr wenig. Aber andererseits, ich kann auch die Arbeitgeber verstehen. Und vor allem auch die arbeitende Working Mom Welt. Weil ich glaube, das ist auch wirklich sehr, sehr schwierig, für Arbeitgeber Mütter einzustellen mit kleinen Kindern, weil die da immer wieder damit rechnen müssen, dass eine Mama von jetzt auf gleich im Unternehmen fehlt. Das können Arbeitgeber auch nicht einfach so stemmen, vor allem wenn das jetzt ein mittelständischer Betrieb ist. Je größer die Firma oder wenn es sogar ein Konzern ist, dann geht das eher. Teilweise haben Großkonzerne sogar auch eigene Kitas und eigene Betreuungssysteme. Aber bei normalen, in Anführungszeichen, Mamas geht das wahrscheinlich nicht. Ich finde, das ist echt so ein Thema, ist das. Also teilweise kommt es den Kindern wirklich so groß aus der Nase raus, grün und keine Ahnung was, rotzen sich da gegenseitig voll und dann kommen natürlich noch die Hygienezustände in einer Kita zutage und das gibt natürlich den Kindern den Rest und die sind ständig krank. Also ich habe es ständig damit zu tun, dass der Noah irgendwie krank ist, obwohl er eigentlich ein wirklich robustes Kind ist, ein sehr starkes Immunsystem hat, aber trotzdem diese Killerviren, die hauen jeden um und
Dann hast du zu Hause ein Kind, was da total hochfiebert. Ist natürlich auch überhaupt nicht schön. Und ja, man kann auch als Elternteil dann teilweise gar nichts, man kann auch irgendwie gar nichts planen oder so. Man hat dann vielleicht, also ich merke immer wieder, ich muss ständig irgendwelche Verabredungen absagen oder irgendwas ist ewig, weil ich mich natürlich immer zugunsten meines Kindes entscheide. Es ist ja außer Frage. Also 100% bin ich ja für Noah da. Alles andere wird ja hinten angestellt. Und ich habe damit auch kein Problem. Aber ich finde es manchmal auch krass, dass ja, man kann kaum Verbindlichkeiten eingehen. Und ich bin jetzt nicht die Mama, die jetzt irgendwie eine Handvoll Babysitter an der Hand hat oder sonst irgendwas. Und ich kann auch nicht zum Beispiel meiner Familie den Kleinen in die Hand drücken, wenn er krank ist. Die haben auch alle Kinder und dann werden die ja auch krank. Ich kann auch nicht meiner Mutter den Kleinen geben, weil dann wird sie ja auch krank. Also irgendwie, man ist dann schon für sich in einer Blase isoliert. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht oder wie ihr das handhabt in eurer Kita. Das würde mich jetzt mal wirklich brennend interessieren, nämlich auch das Thema Trinken. Bei uns in unserer Kita-Einrichtung, und das ist ein Megathema für mich, ich habe das auch schon mehrfach angesprochen, auch schon mit dem Elternbeirat besprochen, auch mit der Kita-Leitung besprochen, aber es wird einfach nicht umgesetzt, das Trinkbecherproblem. Also die Kinder trinken aus diesen IKEA-Bechern, die da hundertfach rumstehen, aber Kids haben noch nicht ein Hygieneverständnis und trinken auch teilweise die Becher leer, wo gerade noch ein Rest drin ist. Aber bei den ganzen Schnoddernasen, ihr könnt es euch denken, das ist die Infektionsherdquelle Nummer 1. Und ich habe jetzt schon mit vielen anderen Mamas gesprochen und die haben mir gesagt, die haben das nicht. Die haben nicht diese Trinkbecher, nur zu den Mahlzeiten gibt es dann die Gläser, aber die haben dann halt diese Trinkflaschen. Jeder bringt seine eigene Trinkflasche mit. Das Thema habe ich vorgeschlagen. Ich bin aber irgendwie auf böse Kritik gestoßen von vielen aus der Elternschaft, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wie handhabt ihr das in eurer Kita? Habt ihr auch Becher, die Kinder da sich selber voll machen können? Oder gibt es auch feste Trinkflaschen, aus denen eure Kinder trinken? Weil ich finde es ehrlich gesagt unmöglich, dass die Kinder untereinander aus ihren sich da die Becher teilen. Und im Büro macht man das ja auch nicht. Man trinkt ja auch nicht im Büro mit 20 Leuten aus 3 Bechern oder irgendwie sowas. Das macht man ja nicht, ne? Ja, also ihr merkt schon, es ist ein wichtiges Thema für mich. Mich würde es mal wirklich interessieren, wie ihr das in der Kita handhabt und wie es auch mit dem Krankenstand des Personals bei euch abläuft, weil bei uns ist natürlich auch das Personal. Teilweise fehlt 40% fehlen dann schon mal und die Kinder müssen sich ständig auf andere Bezugspersonen einlassen. Mega nervig. Ja. So. Jetzt habe ich mich ein bisschen ausgekotzt. Ich bin mal gespannt, was ihr davon haltet und wie ihr dazu steht. Ich als Gesundheitstante finde das alles völlig unmöglich und das entspricht auch überhaupt nicht meinem Hygieneniveau. Und schreibt mir auf jeden Fall bitte, wie ihr das macht in der Kita, unten in die Kommentare. In diesem Sinne, ja, wünsche ich allen einen schönen Kita-Alltag und gesunde Kinder. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.